das untere Odertal, eine einzigartige Naturregion. Im Sommer 2022 das große Fischsterben. Was ist passiert und was macht den Naturraum weiterhin so einzigartig? Menschen vor Ort erzählen. Die Geschichte von diesem Turmhügel hier, die ist unglaublich. Und dass man staunen kann, hier haben die Wikinger gehandelt. Hier hat man Schätze gefunden, die aus Tausenden von Dirham-Münzen bestanden haben. Die sind 1000 Jahre alt. Die sind also von Byzanz, von Konstantinopel, vom islamischen Mittelmeerraum hierher gekommen. Das Besondere am Stolperturm, das ist einfach, man weiß so gut wie nichts. Man musste alles irgendwie rekonstruieren. Man konnte rekonstruieren, wann er erbaut wurde, 1180, 1200 in etwa, wer ihn erbaut hat, die Dänen. Und natürlich, wenn man in den Turm selber reingeht, die Atmosphäre da drinnen. Das, ja, man spürt einfach, dass es unheimlich lange Geschichte hat, dieses Bauwerk. Ich bin froh, dass wir einfach auch abseits der Oder eine Landschaft haben hier wie um den Stolperturm herum, wo man einfach nicht beeinträchtigt wurde dadurch, ne, und die Natur genießen kann hier, den tollen Ausblick genießen kann, nichtsdestotrotz. Wer hierher kommt und ein Gefühl hat für Natur und Rezeptoren, auch gelegentlich für Einsamkeit, der wird nicht das einzige Mal hier gewesen sein, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen jetzt gucken, dass die Oder wieder ein stabiles System wird. Und es gibt hier wunderbare Wälder. Hier kann man einen ganzen Tag lang laufen und sieht nur ein paar Menschen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, zu sich zu kommen. Also die Oder ist natürlich eine große Zugstraße für sehr viele Vogelarten, viele Monate im Jahr. Und wir haben Seeadler, die sieht man täglich. Die Singschwäne kommen im Winter aus Skandinavien. Und also das ist schon immer was geboten. Die bewegte Landschaft rechts und links der Oder, das macht es für mich einfach unheimlich einzigartig.